Ich bin der Weinstock und ihr seid die Reben. Wer mit mir verbunden bleibt, der bringt gute Frucht. Diese Worte haben ihn aufgerüttelt. Er hat nachgedacht. Was meint Jesus damit? Petrus ist gerade unterwegs mit den anderen 10 Jüngern. Sie gehen an der Ostmauer von Jerusalem vorbei. Sie hatten eben ein gemeinsames Abendessen im Obergemach und gehen jetzt für eine halbe Stunde zu Fuß für 2 Kilometer zum Garten Gethsemane auf dem Ölberg. Da waren sie schon öfter. Und Petrus grübelt die ganze Zeit über diese Worte, die Jesus gesagt hat beim Abendessen. Er kann es nicht fassen. Jesus sagte zu ihm, bevor der Morgen kommt, bevor der Hahn 2-mal kräht, wirst du mich 3-mal verleugnet haben und behaupten, dass du mich nicht kennst. Das kann nicht sein. Petrus ist sich sicher, er würde niemals den Herrn verleugnen. Er würde eher sterben. Er ist sich so sicher und sagt es sich immer wieder selbst und umklammert dabei kämpferisch das Heft seines Schwertes. Dieser Abend verläuft so anders, als er sich das gedacht hat. Die Ereignisse, die Worte, alles überschlägt sich. Auch die anderen Jünger sind verwirrt. Jetzt kommen sie am Goldenen Tor vorbei. Vor 4 Tagen noch an dieser Stelle, das war eine Party. Jesus ist eingezogen in die Stadt und er wurde gefeiert wie ein König. Die Leute haben ihre Kleidung auf den Boden geworfen. Die Leute haben Palmzweige auf den Boden gelegt. Und haben ihn gefeiert, wie Hesekiel, der große Prophet, es vor 600 Jahren vorausgesagt hat. Nämlich über den Messias. Und Petrus ist sich sicher, Jesus ist der Messias. Jesus, der konnte reden. Also wenn Jesus gesprochen hat, da blieben Tausende stehen und haben ihm zugehört. Jesus konnte Wunder vollbringen. Er hat Menschen geheilt. Jesus wusste Dinge, die man nur wissen kann, wenn man Gott ist. Und er hat es auch selber gesagt, er ist der Messias. Das heißt, es geht los. Endlich wird das Land befreit von den Römern. Endlich führt der Messias das Land wieder in Freiheit. Aber der Abend verläuft wirklich anders, als er sich das gedacht hat. Alleine was beim Abendessen passiert ist, nicht nur das, was Jesus über Petrus gesagt hat, er hat auch von Judas und von Verrat gesprochen. Judas ist danach einfach aus dem Raum rausgegangen, hat das Essen verlassen ohne Kommentar und keiner weiß, wo er jetzt ist. Außerdem hat Jesus gesagt, dass er sie verlassen wird. Das ist hoffentlich nur ein Gleichnis gewesen, denn das wäre die Katastrophe. Wenn Jesus jetzt gehen würde, wäre alles umsonst gewesen. Die ganzen Träume von Freiheit und vom Kampf gegen die Römer. Es wäre eine Katastrophe. Ich bin der Weinstock und ihr seid die Reben. Petrus wusste, dass mit dem Weinstock eigentlich Israel gemeint ist. Ich meine, das wussten alle in Israel. Der Weinstock, das war das Bild für das Volk Israel. Der große Prophet Jesaja zum Beispiel vergleicht Israel als einen Weinberg, den Gott geschaffen hat und den er aufgegeben hat, weil er nur noch saure Früchte gebracht hat. Oder König David, der im Psalm 50 davon singt, dass Israel der Weinberg ist, den Gott zum Plündern freigegeben hat. Es war immer so eine Art Gerichtswort, es war eine Art, ja, so ein Versagerbild. Aber diesmal redet Jesus nicht so negativ. In so einem negativen Kontext ist es irgendwie ermutigend. Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Ohne mich könnt ihr nichts tun. Dann kommen sie im Garten Gethsemane an. Und Petrus sieht in den Augen von Jesus, dass er Angst hat. Jesus ist traurig, Jesus ist bedrückt. So fertig hat Petrus seinen Rabbi noch nie gesehen. Jesus nimmt ihn und die beiden Brüder, Johannes und Jakobus, mit und sie gehen noch tiefer in den Garten und er sagt zu ihnen, bleibt wach und betet mit mir. Aber Petrus, ihm fallen die Augen zu, er schläft ein, genauso wie die anderen beiden Jüngern. Nach einer Stunde
kommt Jesus zu ihm und er macht ihn wach mit den Worten: Es ist soweit. Petrus steht auf und er sieht an den Blut- und Wassertropfen auf dem Gewand von Jesus, was für einen Kampf er hinter sich hat. Und er sieht Fackeln, mehrere. Er hört Soldaten, die mit schweren Schritten gehen, ein kleiner Trupp, eine kleine Armee aus römischen Soldaten und aus Gerichtspolizisten vom Pharisäer. Sie gehen schwer, denn sie sind schwer bewaffnet. Sie haben eine Rüstung an, sie haben Helm an und sie haben Schwerter und Knüppel dabei. Und sie gehen durch den Garten Gethsemane an den Ölbäumen vorbei und kommen direkt auf sie zu. Im Fackellicht erkennt Petrus jemanden, der ganz vorne geht. Er hat kein Schwert, aber dafür einen Beutel voller Münzen. Judas? Judas, der Sohn des Simon Iskariot? Auf der Seite der Feinde? Wie kann er das tun? Sie haben eben noch Abend gegessen zusammen. Sie haben Brot und Wein geteilt. Sie waren 3 Jahre zusammen unterwegs und haben Unglaubliches erlebt. Die letzten Wochen haben sie gemeinsam versucht, Jesus zu schützen vor den Kopfgeldjägern. Und jetzt sackt er es selbst ein. Er verrät den Rabbi. Und dann geht Judas zu Jesus. Er sagt: Hallo Rabbi. Und er küsst ihn. Offensichtlich ein Zeichen für die Soldaten, denn sie gehen sofort auf Jesus zu und halten ihn fest wie einen Gefangenen. Petrus ist wütend. Wie kann das passieren? Er zieht sein Schwert und haut damit einem der Gerichtssoldaten direkt auf den Kopf. Der spitze Helm leitet den Schlag ab, er trennt das rechte Ohr ab und das Schwert wird anschließend von dem Schulterpanzer gebremst. Es war Malchus, den er erwischt hat. Malchus steht kreidebleich da. Das Blut läuft ihm an seiner kreidebleichen Wange runter. Die römischen Soldaten ziehen ihre Schwerter. Jetzt geht's richtig los. Jetzt wird's gefährlich. Jesus greift sofort ein. Er sagt: Stopp, Petrus, steck dein Schwert weg. Jesus nimmt das Ohr von Malchus, er hält es ihm an die Seite und heilt es. Ein Wunder. Die Soldaten führen Jesus ab. Er lässt sich einfach wegbringen. Ein Jünger erwischen sie noch. Er war zu nah an der Truppe. Sie packen ihn an seinem Gewand und er löst den Gürtel, lässt das Gewand fallen und läuft nackt davon. Und sie haben am Ende nur noch seine Kleidung in der Hand. Petrus hat Jesus fest versprochen: Ich werde dich verteidigen mit meinem ganzen Leben. Und so entscheidet er sich dafür, diesem Trupp zu folgen. Mit einem anderen Jünger gemeinsam geht er diesem Trupp im Abstand hinterher, weil er will wissen, was genau passiert jetzt und wie wird sich Jesus wehren. Sie verfolgen die Spur bis zum Palast vom obersten Priester Kaiphas. Dort läuft schon das Verhör. Am Tor darf Petrus nicht rein. Aber der Jünger, der ihn begleitet hat, der kennt den Kaiphas persönlich und wird reingelassen. Petrus hört, wie falsche Zeugen auftreten und irgendwelche Beschuldigungen gegen Jesus bringen. Am liebsten hätte er laut gerufen, hätte gesagt: Das stimmt überhaupt nicht oder das ist völlig falsch dargestellt. Aber er sagt nichts. Dann kommt der Jünger zurück. Er verhandelt mit der Pförtnerin und schleust Petrus ein. Er darf reinkommen. Als Petrus durch die Tür tritt und das Licht des Feuers auf sein Gesicht trifft, stutzt die Pförtnerin und sagt: Ich kenne dich doch. Du bist doch auch einer von denen, die mit dem Gefangenen unterwegs waren. Du bist doch auch aus Galiläa. Und wie aus der Pistole geschossen, sagt Petrus: Nein, ich kenne den überhaupt nicht. Und er geht schnell zum Feuer, wo Soldaten und Diener drumherum stehen, weil sie denken, ja, das Verhör geht wahrscheinlich noch länger. Und Petrus folgt diesem Verhör, er wundert sich. Jesus sagt nichts. Sie
reden auf ihn ein, sie stellen ihm Fragen und Jesus schweigt. Und dann platzt die Bombe. Der hohe Priester Kaiphas persönlich spricht Jesus direkt an und sagt: Sage mir, unter Eid des lebendigen Gottes, bist du der Christus, bist du der Sohn Gottes, bist du der Messias? Und alle sind ruhig und wollen die Antwort des Gefangenen hören. Und Jesus sagt klar und deutlich für alle hörbar: Ja, das bin ich. Der hohe Priester zerreißt sein Gewand. Er ist wütend, er ist empört. Und er sagt zu allen anderen ganz klar: Wir brauchen keine weiteren Zeugen mehr. Sie sind sich einig. Das Urteil für den Gefangenen Jesus aus Nazareth heißt Tod. Jetzt fangen sie an. Sie gehen zu ihm hin. Der Erste spuckt ihm ins Gesicht. Ein Nächster folgt. Er schlägt ihm mit seiner Hand mit einem schweren Ring ins Gesicht. Die Pharisäer und Verantwortlichen gehen ins Haus und überlassen Jesus den Dienern, die sich einen Spaß mit ihm gönnen. Petrus hört, wie sie ihn quälen. Sie schlagen ihn mit Fäusten. Jesus geht zu Boden und blutet. Petrus sieht alles, aber er sagt nichts. Er hört alles, aber er tut nichts. Am Lagerfeuer wird immer mehr getuschelt. Die Pförtnerin geht zu einem der Männer, zu einem der Soldaten und flüstert ihm was ins Ohr. Auf einmal scheinen alle auf Petrus zu gucken. Und so sagt der Mann zu ihm: Bist du nicht auch einer von den Jüngern von Jesus? Du gehörst doch auch zu ihm. Und Petrus versucht ärgerlich zu wirken und sagt: Nein, ich kenne ihn überhaupt nicht. Ich schwör's, ich habe mit ihm nichts zu tun. Und er versucht durch seine ärgerliche Stimme dem ganzen Nachdruck zu verleihen. Jetzt sieht er, wie sie Jesus ein Tuch über den Kopf legen, damit er nichts mehr sehen kann. Und dann schlagen sie ihn mit Fäusten ins Gesicht und fragen ihn spöttisch: Na, Prophet, wer hat dich geschlagen? Petrus fragt sich, warum Jesus nicht eingreift. Wo sind die 12 Legionen an Engeln? Warum tut Jesus nichts? Und er merkt, dass es nicht mehr lange dauert und sie nehmen auch ihn gefangen und werden ihn genauso schlagen und verurteilen. Und dann kommt einer der Soldaten direkt auf Petrus zu. Es wurde immer mehr getuschelt in diesem Vorhof des Palastes. Und er sagt: Ich kenne dich. Es war ein Verwandter von dem Malchus, dem Diener des hohen Priesters, dem er das Ohr abgeschlagen hat. Er sagt: Ich habe gesehen, wie du dein Schwert gezogen hast. Du hast uns angegriffen. Und jetzt weiß Petrus, er ist dran. Es ist zu spät. Jetzt haben sie ihn. Und so schreit er laut: Ich schwöre bei dem lebendigen Gott, ich kenne ihn nicht. Ich habe nichts mit diesem Jesus zu tun. Und er schaut dabei auf Jesus, der mit einem blutenden, blauen, geschwollenen Gesicht jetzt zu ihm rüberguckt. Ihre Blicke treffen sich. Und Petrus erinnert sich an das Wort: Du wirst mich dreimal verleugnen, bevor der Hahn kräht. Und der Hahn kräht. Petrus kann nicht anders, als rauszulaufen. An der Pförtnerin vorbei, durch das Tor. Er läuft in die Nacht und bleibt irgendwann mal kraftlos stehen. Er sackt in sich zusammen und er weint bitterlich. Petrus, der ist am Boden. Er ist völlig fertig, zerstört. Und er denkt die letzten Stunden und Tage darüber nach, was Jesus gemeint hat mit dem Weinstock und ihm als Rebe. Wenn er sich damit vergleicht, dann ist seine Rebe und gefühlt sein Leben, sein Weinberg eher
ein Weinberg im Winter. Da ist nicht viel mit Frucht im Moment. Er ist niedergeschlagen, verzweifelt, hat den Glauben verloren, ist enttäuscht über sich selbst. Was hat er sich bei diesem Gleichnis wohl gedacht? Was hat das für ihn bedeutet? Und was bedeutet es für dich heute? Jesus verwendet bei dieser Aussage, ich bin der wahre Weinstock, eine ganz besondere Formulierung. Er sagt nicht einfach nur, ich bin der wahre Weinstock. Er sagt, ich bin der wahre Weinstock. Wenn wir uns den Text angucken, den Ursprungstext im Griechischen, dann sagt Jesus, ego eimi. Das bedeutet, ich bin der ich bin. Also, ich bin der Ewige. Ich bin der, der immer da ist. Ich bin Gott. Und das wusste jeder, denn mit dieser Formulierung, ich bin der ich bin, hat sich damals Gott Mose am brennenden Busch vorgestellt. Ich bin der ich bin. Schick dich, sagt er zu Mose. Und das hört sich im Hebräischen ähnlich an wie Jahwe, wie wir den Gott Israels heute noch nennen. Also Jesus sagt damit, ich bin Gott. Und diese spezielle Formulierung, ich bin der ich bin, hat Jesus zuvor schon 6-mal verwendet. Er sprach davon, dass er das Brot des Lebens ist, dass er das Licht für die Welt ist, dass er die Tür zum Vater ist, zum Leben, dass er der gute Hirte ist, dass er die Auferstehung ist, dass er der Weg ist und jetzt der wahre Weinstock. Jesus war dafür bekannt, dass er Bilder und auch Auslegungen völlig neu interpretiert hat. Sowas nannte man damals ein Rabbi mit Vollmacht und Jesus hatte Vollmacht, denn auch hier legt er dieses Bild vom Weinberg völlig neu aus. Die Menschen damals wussten, wer zu Israel gehört, der gehört zum Weinstock, der zu Gott gehört und damit ist er bei Gott. Und jetzt sagt Jesus, wer zu mir gehört, wer mit mir verbunden ist, der ist bei Gott, denn ich bin Gott. Eine Auslegung, die völlig neu war. Und damit sagt er auch, ich bin verantwortlich als Weinstock für die Frucht. Das, was Jesus durch dein Leben tun kann, das kannst du niemals bewirken. Das, was Jesus hervorbringen kann in deinem Leben, das kannst du von dir aus selbst nicht schaffen. Also hat er die Verantwortung für die Frucht. Und ihm gebührt damit auch die ganze Ehre. Was du tun kannst, ist mit Jesus verbunden sein. Das heißt, an ihn glauben, zu sagen, ich glaube dir, dass du der Retter bist, dass du der Messias bist, dass du der Sohn Gottes bist. Und dann gehörst du zu ihm, du gehörst zu Gottes Volk. Vielleicht fühlst du dich wie Petrus im Winter. Es gibt ja auch andere Jahreszeiten. Der Frühling im Weinberg ist wunderschön. Und so geht es uns manchmal im Leben auch. Neue Dinge entstehen. Es sprießt, es blüht. Und das empfinden wir manchmal so im Leben. Aber manchmal ist unser Leben auch eher Sommer. Also heiße, lange Tage. Anstrengend, viel Arbeit. Dann der Herbst, wunderschön. Es ist Zeit zu ernten. Süße, gute Trauben. Manchmal ist unser Leben genauso. Und manchmal ist es Winter. Dann kommt es uns vor, als würde Krankheit oder eine Pandemie uns wie harte, eisige Hagelkörner schlagen. Es kommt uns vor, als würden uns Rechnungen belasten, unser Konto erdrücken, wie der Schnee auf den Blättern, der schwere Schnee. Oder dass unsere Beziehungen eingefroren sind. Dass der starke, kalte Wind uns drückt wie die Sorgen. Dass die kalten, dunklen Tage uns Hoffnung und Zuversicht nehmen. Ich habe eine gute Nachricht für dich. Ich habe eine gute Nachricht, die für Petrus galt und die für dich auch gilt, nämlich, dass der Weingärtner sich um dich kümmert. Zum einen hat der Weinstock so viel Information, dass er jeden Winter übersteht und er wird dich durchtragen als Rebe. Bleib bei Jesus, er trägt dich durch den Winter, egal wie lange er dauert. Er führt dich an den Punkt, wo du wieder Frucht bringst. Und wenn du wie Petrus am Boden liegst und zerstört bist, eine Rebe, die am Boden liegt, kann keine Frucht bringen, dann hebt dich der liebe Papa als Weingärtner wieder hoch.
Wir können heute lesen in Johannes 15, Vers 2, dass Jesus sagt, eine Rebe, die keine Frucht bringt, richtet er wieder auf. Vielleicht steht in deiner Übersetzung, die Rebe wird abgeschnitten. Das griechische Wort, was hier verwendet wird, im ursprünglichen Text heißt airo. Und das bedeutet hochheben, aufrichten, emporhängen. Das bedeutet, dass der Weingärtner eine Rebe, die am Boden liegt, im Schatten ist, die keine Frucht bringen kann, weil das Licht fehlt, die hebt er hoch, damit sie wieder an Licht kommt und Frucht bringen kann. Denn so ist der liebe Papa als Weingärtner. Er wird das geknickte Rohr nicht abbrechen. Er wird den glimmenden Docht nicht erlöschen. Er hilft dem Kranken, er ermutigt den Müden, er holt den Depressiven raus ans Licht. Das ist, was der gute Weingärtner tut. Der Weingärtner, der kommt ans Ziel. Mit Petrus und mit dir. Mit ihm verbunden sein. Petrus hat es verstanden. Es gibt diesen schönen Moment, wo man das so deutlich sieht. Ein paar Tage nach der Auferstehung und der Kreuzigung von Jesus ist Petrus mit seinen Freunden, mit Jüngern, die ganze Nacht fischen gewesen. Und als sie morgens wieder ans Ufer fahren, sind sie noch 100 Meter vom Ufer entfernt. Und da sieht Petrus den auferstandenen Herrn Jesus. Und er wartet nicht mehr. Er will seine Nähe suchen. Er springt ins Wasser und schwimmt zu Jesus. Und sie haben eine gute Zeit. Er sucht Gemeinschaft mit Jesus zu zweit und erlebt, dass Jesus ihn wieder aufbaut. Dass er ihn als Rebe wieder aufrichtet. Er bestätigt seine Berufung. Und Petrus erlebt es, was es bedeutet, mit Jesus verbunden zu sein. Und dieses Angebot, das gilt auch dir. Wenn du Jesus als Messias, als deinen Retter annimmst und an ihn glaubst, als den Sohn Gottes, dann bist du mit Jesus wie eine Rebe mit dem Weinstock verbunden. Du gehörst zu ihm. Suche seine Nähe. Gerade wenn du am Boden liegst, ob bei dir im Leben gerade Frühling ist oder Sommer, ob Herbst ist oder Winter, suche die Nähe mit Jesus und erlebe, dass er dich aufbaut, dass er dir das gibt, was du brauchst, damit dein Leben Frucht bringt. Denn das hat Gott mit dir vor und er erneuert deine Berufung. Mit Jesus verbunden sein heißt mit der Liebe verbunden sein. Mit Jesus verbunden sein heißt zu wissen, wie sehr man geliebt ist. Und diese Frucht, diese Liebe, ist die schönste Frucht, die du weitergeben kannst. Denn an dieser Frucht werden die Menschen erkennen, dass du als Rebe am wahren Weinstock bist. Gott segne dich.